Nur ihr, ich, Regina, eine einsame Insel voller mörderischer Reptilien. Klingt das nicht fantastisch? Zumindest für die nächste so Viertelstunde ist das genau das, was ihr euch angucken wollt. Ich bin Dennis, das ist Regina und ihr seid live dabei, beziehungsweise aufgezeichnet. Aber wer kennt schon den Unterschied, wenn wir hier die Welt retten? Okay, also man darf nicht die... das haben sie extra hingeschrieben, um nochmal klarzumachen, dass man nicht die Batterien aus dem Generatorraum eine Etage drüber holen soll, um sie hier einzusetzen, weil dann wäre das Rätsel zu einfach. Ja, haben sie an die Wand geschrieben, man darf da... Oh, von der anderen Seite ist es gesperrt. Man darf die Batterien nicht aus dem anderen Raum holen. Deswegen... Ja, weil das Rätsel war ja auch so total schwer, weil hier in der Wand eine Batterie war, die man direkt im selben Raum noch wieder einsetzen musste. Letztes Mal haben wir den Generator hier wieder neu gestartet, nachdem ich den Key gefunden habe für den Raum. Jetzt soll ich zurück zum Kontrollraum, zu Rick und Gale gehen, weil ich nicht weiß, ob Gale jetzt auch da ist. Rick zumindest hat mich angerufen, unser hipper schwarzer Kollege. Guck mal, ob hier das die Kiste irgendwas versteckt. Natürlich, wie immer. Aber mein Inventory ist voll, wie immer. So wichtig ist es mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht. So, dann gehen wir doch mal hier wieder zurück ins Gebäude. Irgendwo da ist ja auch der Rick. Ricky, Ricky, Rick. Ricky, Rick. Nicht zu wechseln mit Pickle Rick. Was war das für ein Geräusch? Achso, das war das Glas, über das ich gelaufen bin, oder was? Mann, schreckt mich doch nicht so. Ach, das war dieser Office-Raum. Da wollte ich doch gar nicht hin. Ich will doch in den Kontrollraum. Wo ist denn der nochmal gleich? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich meine, ich nehme ja jetzt gerade echt relativ viele Folgen hintereinander auf. Aber bis ich checke, wo hier was ist. Genau, ich muss durch den Speicherraum durch. Also noch einmal nach da hinten. Ich habe ja mittlerweile hier im ersten Stock, habe ich ja eigentlich fast alles freigeschaltet. Da kann ich mich relativ frei bewegen. Da sind eigentlich nur noch so ein, zwei Türen, die mir noch Probleme machen. Ich freue mich ja schon drauf, wenn hier so ein Raum, den ich eigentlich schon mal gesehen oder schon mal gesäubert habe, auch von Gegnern, wenn ich da dann nach irgendwie einer halben Stunde wieder reinkomme und plötzlich steht da wieder irgendwie ein Raptor vor mir, einfach nur um mich fies zu erschrecken. Vertraut mir, es wird passieren. Es ist ein fieses, kleines 90er-Jahre-Spiel. Die machen sowas gerne mal. So, hier wieder raus. Save Progress. Auch eine lustige Idee, dass man immer, wenn man so einen Raum verlässt, den so einen Speicherraum, dass man da den Progress saved. Also normalerweise bei vielen Spielen, die so ein System heute noch haben, wie sie Evil Within oder so, da geht man ja dann quasi in einen Speicherraum und drückt dann da sozusagen den Knopf in dem Raum, um zu speichern. Und hier muss man den Raum wieder verlassen. Irgendwie ganz niedlich. So, dann schauen wir doch mal, was Pickerick mir zu sagen hat. Hey Rick. Gale just told me he saw someone on the underground monitor. It flashed by pretty quick, but I'm sure I saw something. Rick, open the shutter to the underground area. What is it? It's a distress signal from one of our team members. It must be Cooper. Yeah, or it might be Tom. He infiltrated this facility posing as one of the researchers. Can you pinpoint the signal? It's coming from outside of the building, to the east of the rear entrance we came in from. Look, we'll deal with it later. Our first priority is the survivor in the underground. It could be the doc. What are you talking about? He's asking for our help. We don't leave our own behind. And what if it's a trap? Would you want one of us to come and rescue you? Don't bother. I'm willing to take that risk. Remember our mission. We're not here to babysit. That's your way of operating, not mine. Ärger im Paradies. All right. You have your access to the underground, Gale. So get moving. You handle your things your way, I'll handle my things my way. Hallöchen. Hier ist ja was los. That punk is really starting to get on my nerves. Regina, I'm heading out to investigate the underground.
What will you do? Choose the idea you believe in. Gale's idea, search for clues to find Dr. Kirk. Rick's idea, rescue your comrade immediately. Ah, schwierig. Also ich denke mal, man kann ja den Dr. Kirk immer noch suchen, aber lass uns doch jetzt erstmal unseren Kollegen retten. Ich würde mich da jetzt einfach mal anschließen. Okay, da muss ich da hinten hin. Also wieder einmal komplett durchs Gebäude durch. Hier flimmern wieder die Monitore. Kann ich da eigentlich mal irgendwie mit interagieren? Security Control Panel. Okay. Na gut. Was jetzt eigentlich hier mit dem Fahrstuhl? Jetzt können wir den Fahrstuhl betreten, oder was? Toll. Aber die sind doch da eben rein. Wieso darf ich denn nicht? Okay. Na gut, ich rette dann mal unseren Kollegen. Also ich weiß ja ziemlich sicher, wie heißt der Cooper? Dass der Vierte, der mit uns jetzt gekommen ist, dass der es wahrscheinlich nicht ist. Oh. Die Musik macht mich nicht glücklich. Oh Mann. Dass der es wahrscheinlich nicht ist, weil den haben wir ja in der, im Intro vor ein paar Folgen am Anfang in der ersten Episode gesehen, wie er wegschnabuliert wurde von einem Tyrannosaurus im Wald. Also der war es jetzt vielleicht nicht unbedingt, der ein Notsignal sendet. Vielleicht dann doch eher eine Falle oder der Kollege, den sie da irgendwie eingeschleust haben. Och, die Musik, Alter. Macht mich richtig fertig. Bin ich denn auf dem richtigen Weg? Ich bin jetzt da, ich könnte jetzt, genau, auf der anderen Seite einfach einmal rüber. Dort raus. Öffnen. Na, kommt wieder ein Dino. Kommt wieder ein Dino. Ich habe mich das letzte Mal einer angefallen. Naja, diesmal nicht. Hinterhof der Einrichtung. Der Generator macht jetzt komische Geräusche, die eben noch nicht da waren. So, jetzt bin ich dort. Jetzt muss ich eigentlich nur noch geradeaus und da dann raus. Da, wo ich reingekommen bin, also im Endeffekt. Da ist Ricky Boy. Dann folgen wir doch mal unauffällig dem Ricky Boy. Ist der hier raus? Der Frachtlift-Durchgang. Oh. Alter. Stirb! Hat's den? Da ist noch einer, oder? Fuck. Jetzt ist er tot. Aber immer erst, wenn die Blutlache kommt. Leute, ich wisst ihr was? Ich wechsle jetzt einfach mal. Ich habe nämlich nicht mehr viel Munition dabei. Ich wechsle jetzt mal zur Shotgun. Was kann die denn? Pump Action Shotgun bei L. Franchi. Ist L. Franchi? Ist das so eine Art Shotgun-Label? Kenn ich nämlich nicht. Da haben wir sie. Was ist das? Buckshot loads disperse to hit a wide target area. Also damit kann ich richtig viel auf einmal abknallen. So, jetzt dürfte die Kamera gerne mal weiterdrehen, weil irgendwo hier stapft ein Viech rum. Da hinten, es liegt irgendwas. In dein Gesicht, du hässliches Monster. Ja, ich, ja, okay, damit braucht man dann nur noch einen Schuss. Das finde ich ganz angenehm. Ah, dieses scheiß Inventar, Alter. Gibt mir das offen Nerven. Nein. Ich wollte in Items rein und... Ach, Mann. Die Tastenbelegung hier ist auch wirklich schwierig. Ich habe so viel von diesem Zeug hier. Kann man das nicht irgendwie so mixen, dass es sich dann stapelt hier irgendwie sowas? Ja, es geht doch bestimmt, oder? Dann braucht man das nicht immer einzeln anwenden, sondern dann nutzt man halt ein stärkeres Verbesserungskit. Mix und dann mixt das mal mit dem Medipack hier. So,
So, besseres Medipack gemacht. Super gut. Dann kann ich jetzt hier mal ein bisschen was einsammeln. Will you take the slack bullets? Ja, die brauche ich doch. Warum sind die jetzt blau? The larger shot size makes them more destructive than the other. Okay. Das heißt, jetzt habe ich da irgendwie 5 Stück von den größeren. Okay. Die aber auch einfach nur Schrotgewehr-Munition heißen. Toll. Können die ja mal groß oder so heißen. Auch noch mehr Slacks. Okay, das heißt, jetzt müsste ich 10 haben. Es waren immer 5. Okay. Gut, dann fühle ich mich ganz gut ausgestattet mit meiner Schrot hier. Schrotti-Flinte. Bin ich denn noch auf dem richtigen Weg? Okay, so richtig wissen tue ich nicht, wo ich bin. Wo ich hin muss. Na gut. Hier sind nur irgendwelche Tonnen. Dann gucken wir doch mal, was hinter der Tür ist. Das ist der große Lift, oder was? Oh, fuck. Was war das? Was war ein Flugsaurier? Alter, fuck. Bossfight! Shit! Ah! Nein! Lass mich los! Nein! Die Pistole! Au! Was für der Arsch! Blödes Arschloch! Wieso habe ich jetzt keine Waffe mehr? Au! Ah, das ist meine Kanone. Ja. Not equipped. Nein. Ja, Shotgun. Und Bullets. Und dann nehme ich die anderen Slack Bullets, weil die mehr Schaden machen sollen angeblich. Und ich nehme... Oh, jetzt haut er mich wieder. Oh. Ich nehme mal ein Medipack. Use. Wieso hat die denn jetzt nicht geschossen? Ich habe doch gezielt. Hahaha! In dein Face! Oh Mann. Was für eine Dino-Krise. Ich krieg hier doch echt die Dino-Krise. Aber habt ihr gesehen, in der Zwischensequenz habe ich meine Pistole verloren, obwohl ich ja die Shotgun trage. Da haben sie nur eine Zwischensequenz produziert, diese kleinen Betrüger, Betrügerinos. The control panel for the big elevator, it's not responding now. It could become operable if the power source is activated. Ich habe langsam das Gefühl, dieses Spiel basiert sehr stark darauf, ständig irgendwelche Generatoren einzuschalten. Das wusste ich gar nicht mehr. Doch, eigentlich wusste ich noch, dass ich ziemlich viele Generatoren eingeschaltet habe. So, also ich bin jetzt irgendwie hinterm Gebäude. Was ist hier für ein Durchgang? Da ist der Kontrollraum. Tom! They came out of nowhere. Didn't have a chance. Oh no. Can you tell us what's going on here? Kirk's insane. His experiments have nothing to do with energy development. Was? Tom! Here, take this. ID-Karte? Wie sie alle immer noch genau 20 Sekunden leben, um uns irgendein Item in die Hand zu drücken. Der ist doch tot. Guck dir ihn doch an. Das Spiel sagt, er ist tot. You got DDK Code Disk L. Okay, das ist aber immer noch keine ID-Karte. Ist hier vielleicht die andere L? Ja, Input, Collect the Code Disk, genau, haben wir. Dann haben wir alles, was wir brauchen, was L angeht. Das aber lieb von dir. Dann schaue ich mich nochmal kurz hier um, ob hier noch irgendwas ist. Hier sind irgendwelche Serverschränke oder so. Okay. Sieht ziemlich serverig aus. Ich guck nochmal, was hier, ob die Computer hier irgendwas machen, aber die sind ja alle aus. Es
such a set outside of the facility appears to be used to record status of the use of the big elevator as well as the landing and departing status of the heliport. Also hier ist so die Kommandozentrale für diese außenliegenden Anlagen offensichtlich. Okay. Gucken wir mal, was hinter der Türe ist. Ach, durch die bin ich rein. Och, komm, nee! Was denn das jetzt? Haben wir es jetzt? Wieso kommen denn da ständig neue nach? So viel Muni habe ich nicht. Verpisst euch! Mann, ganz ehrlich. Es ist aber mal Schluss. It looks like a small elevator. It's not responding. Okay. Gut, also hier scheint es jetzt erstmal nicht weiter zu gehen. Ich habe jetzt diese L-ID-Karte. Jetzt ist die Frage, wo man die anwenden kann. L. Habe ich noch nicht gesehen, oder? Wisst ihr noch, wo L gewesen sein könnte? Hier ist jetzt erstmal Zwischensequenz. Oh, fuck. The fuck. Danger, danger, danger. Ja, ja. Ich dangere ja schon. Zieh dich hoch. Zieh dich hoch. No. Hä? Hätte ich irgendwas anders machen können? Game over? Okay, gehen wir nochmal raus. Muss man da irgendwie schneller die F-Taste drücken oder so? Also die Benutzen-Taste? Ich habe jetzt eben nur so ganz zaghaft so ein paar Mal die gedrückt. Muss man sich einfach schneller hochziehen. Ja, okay. Habe ich nicht schnell genug... Hä? Was mache ich falsch? Leute, was mache ich falsch? Ich weiß es nicht so genau. Was muss ich denn da machen? Also sie macht ja auf jeden Fall was, wenn ich auf F drücke. Muss ich jetzt noch nach oben gleichzeitig drücken? Irgendwie nach vorne oder so? Ich drücke mal noch gleichzeitig nach vorne. Hä? Keine Ahnung. Na gut, ich weiß nicht, was ich da machen muss. Ich gucke jetzt einfach mal kurz nach, was man da an der Stelle machen muss. Drück mal auf Pause und wir machen auch eine Pause und nächstes Mal... stürzen wir nicht in den Abgrund. Wie wär's damit? Also Leute, ciao!